Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder eine Cast-Challenge, nämlich die Toddler-to-Adult-Challenge, weil eigentlich wollte ich das schon länger machen, aber irgendwie kam ich nicht dazu. Wir machen das jetzt einfach jetzt. Und wir beginnen mit diesem Kind. Ich habe schon mal nackig gemacht. Irgendwie hat das einen ganz komischen Körper, aber kann auch einfach daran, dass es verdammt dünn war. Ich möchte die Öhrchen ein bisschen so haben. Wir wollen natürlich, dass das Kind halt süß ist. Also die Toddler-to-Adult-Challenge ist einfach... Wir erstellen ein Kleinkind, was wir süß finden und toll finden. Und dann müssen wir gucken, ob es als Erwachsener dann mit diesen Genen auch gut aussieht. So, ich hätte gerne solche Augen. Sind schon ganz cute, ne? So, und dann kriegt das Kind natürlich Lashes. So, und dann kann es dann ein bisschen mehr lächeln. Das finde ich süß. Dann gucken wir mal. Ich würde halt auf jeden Fall gerne Alpha-Haare nehmen, weil ich würde auch gerne Alpha-Haare ihr dann als Erwachsenen-Sim geben. Und damit die Haare dann ein bisschen besser matchen von der Farbe her und so. Ich finde das eigentlich schon ganz cool. Also, weil das wäre halt auch mal ein bisschen was anderes, als ich sonst mache. Und das finde ich eigentlich ganz sweet. Deswegen denke ich, bleibe ich jetzt dabei. Und dann einfach so ein süßer Pullover. Oh Gott, Petischen. Und dann einfach so eine coole Hose dazu. Converse. Sieht das Kiddo doch schon richtig cute aus. Und so ein Schnulli wäre doch eigentlich auch ganz cute. Also ich finde das süß, deswegen. Ja, geben wir erstmal einen Namen. Marchesa. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, aber das finde ich cool. Kowalski finde ich okay. Sie ist übrigens... Wild. Wild heißt es. Gut, dann werde ich sie einmal duplizieren. Und dann gucken wir, was wir aus ihrem Erwachsenen-Sim machen können. Ob die gut aussieht oder nicht, oder? So, here we go. Und dann drücken wir auf junge Erwachsene. Und... ich mache sie mal ganz nackig, weil... Das so zu beurteilen, ist immer so eine Sache. Vor allem auch jetzt mit dem Skin und so. Also ich bin nicht so Fan, ehrlich gesagt. Also vor allem ihre Nase ist halt riesig. Was ja an sich nicht schlimm ist, aber irgendwie zerstört es ein bisschen ihr Gesicht. I don't know. Können ja natürlich noch andere Augenbrauen geben, weil die kann man halt immer ein bisschen verändern. Aber die sind alle so... Die sieht dann so fies aus. Das ist ja auch nicht, was ich will. Die sehen noch ganz cute aus. Dann würde ich erstmal die nehmen. Und dann gucken wir, ich habe ja Nose-Contouring-Zeugs und dann könnten wir vielleicht ihre Nase einmal snatchen. Ich denke, besser als das wird es nicht mehr. Deswegen akzeptieren wir es einfach, dass sie jetzt einfach eine breitere Nase hat. Das sind Dinge, die passieren nun mal einfach. Aber ja, klatschen wir natürlich fette Lashes drauf, weil ohne Lashes geht das hier nicht. Und wir gucken, ob wir ihr vielleicht... Oh, dieser Skin geht auf jeden Fall nicht mit den Lashes. Gehen überhaupt Skins mit den Lashes? So. Sonst muss ich halt die etwas kleineren Lashes nehmen, weil ich würde gerne Skin geben, glaube ich. Dann kriegt sie halt die größten davon so. Irgendwie hat das was. Ich weiß nicht, was es genau hat, aber irgendwie hat das was. Also ich meine, wie gesagt, ihre Nase zerstört natürlich einiges, aber ich glaube an sich ist es ganz cool. Wir werden natürlich jetzt gucken, dass wir halt auch so lockige Haare finden, weil... Ich meine, das ändert sich ja nicht random, wenn man älter wird. Die, finde ich, stehen ihr gut, weil irgendwie... Ich hatte eben schon welche, und zwar die hier. Aber irgendwie schmeicheln die ihr im Gesicht nicht. Finde ich die eigentlich schon ganz sweet. Deswegen würde ich jetzt damit einfach gehen. Dann gucken wir uns erstmal an, was sie für Kleidung trägt. Ich habe so viel, ich weiß nicht, was ich ihr geben soll. Ich würde halt ihre Farben ein wenig beibehalten. Also sie hatte ja zum Beispiel ein pinkes Oberteil an. Dann nimm einfach das, ist relativ basic, aber you know, es passt gut dazu. Und dann nehmen wir einfach die dazu. Es ist zwar, wie gesagt, ein Basic-Look so, aber I don't know. Es soll ja auch so ein bisschen zusammenpassen, ne? Und dann kriegt sie halt wieder ihre Converse. Wir schminken sie natürlich noch ein bisschen. Weil wenn schon, dann schon, ne? So, und das ist ihr Make-up-Look. Sie hat so leichten Highlighter drauf, ne? So ein bisschen Eyeliner, Lidschatten und halt dann ein Matching-Lippenstift, finde ich. Cute auf jeden Fall. Also obwohl mir ihr Gesicht an sich nicht gefällt, haben wir, denke ich, nochmal was ganz Süßes draus gemacht. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber ich würde ihr vielleicht noch so eine Jacke oder sowas umhängen. So, da hat sie ihre Jacke. Gut, und dann denke ich, ist das wie finally ist. Also ich finde sie eigentlich ganz süß. Sie ist auch halt auf definitiv, auch wenn sie einen casual Look hat, ist sie halt trotzdem irgendwie was anderes, weil ihr Gesicht einfach schon doch deutlich anders ist. Sie hat halt auch einfach mal ein paar mehr Locken-Vibes. Denke... Trotzdem, dass die Kleinkind-Version einfach viel, viel süßer und toller ist. Aber manchmal passieren solche Dinge. Aber ich bin auf jeden Fall zufrieden mit beiden und deswegen, ja. Ihr dürft mir auf jeden Fall sagen, ob ich die Challenge gemeistert habe oder nicht. Sagt mir, ob ihr die gute Marchesa
als Kleinkind oder als Erwachsene mehr mögt. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss!